Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein. Und wir müssen gerade mal das Mikrofon ein bisschen positionieren. Ich denke, so geht's. Ja, ich bin zurück hier in Falkenstein. Ihr wisst nicht warum, das kann ich euch sagen. Eine Folge wurde leider, ist ein bisschen verkackt. Aber es ist kein Problem. Wir sind auch gar nicht alleine, denn der Gärtnermeister ist hier. Ich wollte ja das Zimmer bezahlen. Hier, ne? Kannst du reinschmecken. Willst du nicht? Na gut, dann nehme ich das wieder. So, wir können mal gucken. Was haben wir denn? Heute ist Dienstag, ne? Gestern, genau. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir müssen weitermachen an. Ja, genau. Ja. Wir brauchen eine Skelettfarm möglichst bald in Bälde. Ich bin mir sicher, ich hatte hier mal irgendwo eine. Ja, so. Ja, nehmen wir doch einfach den. Nehmen wir doch einfach den. warum ist jetzt eigentlich der Wegpunkt da? Wegpunkte. Skelettspawner, Falkenstein. Da soll er sein. Okay, ist ja kein Problem. Was? 180 Meter nur? Na gut. Ich weiß nicht, wann wir schlafen müssen. Das werden wir schon erfahren. 180 Block in die Richtung? Haben wir nicht ein Boot hier? Na sicher haben wir ein Boot. Unser Motorboot. So, ich wollte gerade sagen, was ist das da für ein großer Fleck? Aber es ist ja denn der Spawner. Ist der so dicht hier gewesen, ja? Ist ja fast schon direkt in dieser gruseligen Höhle. Grusel, Grusel, Wusel, Wusel. Naja, fast. Gut, würde ich sagen, legen wir hier an. Huch. Zücken unser Schwert vor Falkenbrunn. Und gucken, wo es hier hingeht. Da irgendwo soll er sein. Dann muss es doch hier runtergehen. Hier nicht, aber hier, oder? Oh, wir sind schon ganz schön nah. Oh, hallo. Oha. Glaube ich aber nicht damit gerechnet. Also, das fand ich jetzt nicht so in Ordnung. Dass du jetzt hier so einen Radau machst. So, müssen wir das machen. Und da müssen wir eigentlich den hier machen. Pass mal auf. Und jetzt aber Attacke. Spawnt jetzt hier einer mal oder wie oder was? Eigentlich könnten wir den ausbauen, ne? Da ist jetzt einer gespawnt. Lass das! Hallo? Wenn ich esse, dann spawnt doch einer, oder? Zwei. Arme Ausbeute. Warte, wir können ja mal hier den hier wegmachen. Wegpunkte und Wegpunkte und so. Okay, und los. Hi, na? Könnten den auch eigentlich mal ausbauen, oder? Kommt, wisst ihr was? Wir bauen den aus. Wir bauen den jetzt richtig schön aus. Ich habe zwar keine Ahnung wie. Und das ist auch wieder ein Projekt, was ich eigentlich gar nicht machen will. Aber irgendwie müssen wir doch mal was machen. Ich würde einfach sagen, wir machen 1, 2, hier, das sind 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 7 um den Spawner einfach drumherum, oder? Das legen wir so frei und dann machen wir da irgendwie so ein, keine Ahnung. Das wird schon was einfallen, ne? So. 7. Das heißt, wir müssen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Das ist ein zu viel. So. Ne? Huch, bis da. So, so und so. Ne, so nicht. So, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau.
Dann machen wir es jetzt frei. Und vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man hier so einen richtig coolen Spawner draus machen kann. Man kann das bestimmt irgendwie mit so einem Wasserfall, oder? War das nicht mal was? Wir können natürlich das auch so lassen und machen einfach so eine kleine Trainingsarena raus. Also ich würde einfach sagen, wir machen erstmal 7x7 frei, oder? Dann sammeln wir gleich ein paar Steine. Und, ja. Wir müssen natürlich darauf achten, dass es nicht dunkel wird. Beziehungsweise, falls es dunkel wird. Müssen wir darauf achten, dass wir pennen gehen dann. So. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Vielleicht haben wir Glück und wir finden sogar noch ein paar Erze oder sowas, hm? Gut, vermutlich nicht, aber es ist ja auch egal, ne? Sagen wir es mal so, ist ja egal. Wir legen einfach mal diesen wunderbaren Spawner hier frei. Und vielleicht, wie gesagt, hat einer von euch eine Idee, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mal gucken, was man daraus machen kann. Ihr könnt natürlich auch sagen, hey, guck mal bei XYZ, der hat da so und so einen Skelett-Spawner gebaut, wo das gut funktioniert mit dem Skelett-Spawnen und so. Wir müssen gleich schlafen, ne? Gute Nacht. So. Vielleicht sollte ich mir auch einfach mal so eine kleine Bude angucken, wo ein Skelett-Spawner gebaut ist. So, wir legen einfach Boden rein. Boden! Dann Boden 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Na gut. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Ich habe mir ein bisschen Werkzeug bestellt, damit ich mal langsam meinen Golf bauen kann, beziehungsweise anfangen kann zu bauen und sowas, ne? Es ist ja Sommer und ich wohne ja dann bald wieder in der Heimat, das heißt, ich habe regelmäßig Zeit, was an dem Golf zu machen. Und ich möchte den ja auf gut Deutsch gesagt restaurieren, beziehungsweise wieder flott kriegen. Zumindest, dass er wieder fährt, sagen wir es mal so. Ich weiß, das ist eine Hammeraufgabe, ich habe auch in meinem Leben noch nie wirklich einen Motor ausgebaut und eingebaut. Außer halt vom Golf den, aber sonst gab es nie einen Anlass dafür, weil kein Mensch kauft sich bei einem Fahrzeug einen Motor für 4.000, 5.000 Euro. Da ist dann halt einfach der Wert von dem Fahrzeug geringer und dann kauft man sich eigentlich, wenn dann, ein neues Auto. Und gibt das alte in Zahlung, also meistens halt. Erfahrungsgemäß, sagen wir es so. Ja, ja, ja. So, und wir haben, wir haben ja, was mir so gerade einfällt, wir haben ja auf dem See oder auf dem Meer haben wir ja ein Schiff, was auch ein bisschen bewaffnet ist und womit wir nicht ganz verteidigungslos sind. Aber wir haben in der Luft haben wir gar nichts. Falls ein Drache kommt, was machen wir denn da? Mit dem Luftschiff angreifen? Nee, wir brauchen vielleicht sowas wie einen Pfeil und Bogen für die Luft. Wie nennt man das denn? Ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Ihr wisst doch, was ich meine, ne? Ja, dass du jetzt hier natürlich spawnst, ist war klar. Hab hier vergessen, eine Fackel hinzusetzen, ne? Und hier auch. Und hier wahrscheinlich dann auch und dann hier aber nicht. So, das wird eine schöne große Halle. Und da kann man schöne Monster spawnen, schöne Skelett-Spawns. Muss ich mal überlegen, wie man das am besten machen kann, dass man dann die Typen kaputt hauen kann. Ähnlich wie mit den Zombie-Spawner.
den ich mit dem Elysion zusammen ausgebaut habe. Beziehungsweise ich habe mit dem Elysion zusammen... Oh cool, Eisen. Eisen haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir haben auch gar nicht so viele Eisenvorräte, dass wir sagen können, boah, wir können darauf verzichten. Mit dem habe ich doch da die Funktionalität des Spawners erweitert. Oder gesteigert. Hallo Gärtnermeister. So. Ich muss gestehen, in letzter Zeit habe ich mir öfters Probleme mit dem Aufnahmeprogramm, dass die Folgen nicht aufgenommen werden. Beziehungsweise, dass der Ton da ist von meiner Stimme, aber nicht der Ton von dem Spiel selbst. Also, dass er da ist, aber das auf einmal vorher bricht er ab. Ich weiß nicht warum. La 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 la. Das würde mich jetzt interessieren, wenn ich die hier wegmache. Ob ich dann hier richtig auf die Gusche kriege. Aua! Okay, muss das... Spawnt jetzt der neue? Guck mal um meine Decke, überall immer so kleine Löcher. Was ist denn nun? Spawnt jetzt hier noch jemand oder nicht? So habe ich das jetzt auch nicht gewollt. Ihr seid doch ganz schön viele, wisst ihr das? Bam und Bam. Über die Pfeile, ja. Da sind noch ein paar Knochen. Schon. Funktioniert gut. Ich bin bereit. Wer will einen Schuss abhaben? Hm? Gab's einen Knochen? Nein. Psst. So, wo ist jetzt hier los? Was? Wer will auf die Gusche? Was ist denn nun? Kommt jetzt hier wer oder nicht? Das war klar, hier ist genau, wenn ich die Tasse greife, ne? Zuerst kriegst du aufs Maul, dann kriegst du auf Gusche. Ihr beide seid ja auch miteinander beschäftigt, das ist schön. Und du kriegst auch noch eine. Na, na, na. Julius Caesar, so haben wir aber nicht gewettet. Tschüss. Und hallo. Das funktioniert doch relativ gut, ne? Muss ich mal sagen. Also das Gemetzel ist schon... schon nicht schlecht. 47, das ist schon mal nett. So, jetzt nehme ich das Trinken. Und jetzt kann's losgehen. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Da spawnt einer. Genau da. Naja, sag ich doch. Aua, 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 ey, lass das, aua. In die Ecke gedrängt. Oh, jetzt nimmt das Überhand, aua, aua. Können wir mich mal kurz in Ruhe lassen, Jungs?
Ihr seid alle doof. Ja, hier eine Fackel. Da eine Fackel. Da eine Fackel. Achso, der ist gestorben, weil er... Ah ja, okay. Gut, jetzt ist das ja alles ausgeleuchtet. Wir haben fast... Oh Gott. Guckt euch mal, wie wir aussehen. Ich muss erstmal ins Hospiz. Ins Hospiz. Wir haben gar kein Hospiz, ne? Oh, wir haben kein Hospiz. Schnell. Da zittern wir aber. Oh, wir könnten nochmal. Da ist auch schon einer. Hilfe, Mama. Habt ihr den gesehen? Ich hab den gesehen. Ey, was macht denn er hier? Eieieiei. Hey, hör auf. So aber nicht mit mir, ja. Schnürschuh. Aber den Knochen nehme ich trotzdem. So, wir müssen mal gucken. Hier, guck mal, hier kann man, Bäume wegmachen, ne? Hier, das können wir wegmachen, ja. Zack. Und hier auch. Ah, tippitoppi. Ja, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Guck mal auf der Map, wie schön das ist. Hier ist noch kein Baum gewachsen, weil wir da keinen Samen hingelegt haben. Das macht aber auch gar nichts. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich eigentlich nur... Wie, schon wieder Schlafenszeit? Ich wollte nämlich eigentlich mal hier in die Baumschule, beziehungsweise in das Gewächshaus, Biosphäre, was auch immer. Ach, das sind Fische, okay. Wo auch der Hund ist. Und hier wollte ich mal gucken, was hier so passiert ist. Oh, schön. Jetzt sieht er. Sieht er ganz ordentlich aus. Und ich sage von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.